ich bin jetzt hier am Stand von Pegasus Spiele, beziehungsweise am Nebenstand sogar. Bitte? Nee, so, beziehungsweise ist ja, ich glaube, wie war es? Story Quest? Genau. Ich bin von der Firma Questor. Wir stellen hier die Zwerge, die Sterne der Tiefen vor. Das ist ein sogenanntes A-Book. Das heißt, wir haben eine elektronische Umsetzung eines Abenteuer-Spielbuchs. Das ist jetzt schon der zweite Teil. Der erste Teil hat gestern den RPG Fantasy Award gewonnen. Und der zweite Teil ist jetzt vor wenigen Tagen erschienen und wir sind da sehr stolz drauf. Das ist ein E-Book in der Welt von der Zwerge von Markus Heitz und wir haben ein neues Kampfsystem eingebaut und es übernimmt sehr viel aus den traditionellen Abenteuerspielbüchern. Sehr, sehr viel Text, sehr viel Atmosphäre und der Leser kann selbst entscheiden, wie lang es geht, wie die Handlung verläuft. Und wir haben sehr viel Erfolg damit, wir finden das sehr toll, wir sind da sehr involviert auch, wir sind da selbst Fans von diesem Konzept und auch von den Zwergen natürlich. Freuen uns, das hier vorstellen zu können. Ja, so, ich habe ja so ein bisschen euch schon so im Hintergrund mal mitbekommen, was ihr so alles so tut. Ich habe es jetzt selber noch nicht angespielt, aber ich habe es auch noch in jetzt anderen Zusammenhang mitbekommen. Ist ja bisher noch, also die A-Books sind ja auch aktuell wieder was jetzt gerade eben durch Tablets oder Smartphones auch wieder neu kommt, jetzt halt eben in App-Form. So, dass halt für den Leser etwas angenehmer ist, er muss sich die Seiten hin und her blättern. Richtig, ja, das ist eine Sache, also man muss sich nicht mehr blättern, man muss sich nichts mehr merken, man muss sich den Charakter aufwendig mit Papier führen und auch ganz viele andere Sachen macht das System halt, oder die macht dieses Buch dann in elektronischer Form etwas besser als Papierbücher. Beispielsweise, man kann seinem Charakter einen Namen geben, seinem Helden einen Namen geben und man wird dann im Buch, im Text auch mit diesem Namen angeredet. Ja, das geht natürlich im normalen Papierbuch natürlich nicht. Das sind halt so Sachen, die kann man halt sehr einfach in einer elektronischen Form machen. Trotzdem ist der Charakter des Buches durchaus erhalten. Also wir wollen nicht sich ein Computerspiel machen oder so ein übliches Tablet-Spiel, sondern wir wollen ganz klar ein erweitertes E-Book machen, das weitere Funktionen sozusagen ermöglicht, die in einem normalen Abenteuerspielbuch einfach nicht drin sind, die aber immer noch den Charakter des des Buches hat und das Abenteuerspielbuchs erhalten kann. Ja, und ihr habt ja jetzt, also ihr habt jetzt zwei veröffentlicht? Genau, wir haben jetzt zwei Bücher in der Welt der Zwerge veröffentlicht. Das ist die dritte Expedition und die Sterne der Tiefen, das ist der zweite Band. Wir haben allerdings zwischendurch noch weitere Bücher veröffentlicht. Also beispielsweise gibt es noch ein Science-Fiction-Buch von uns mit Kurzgeschichten. Das spielt in der Welt von Raumstation Theseus. Das ist halt wirklich Hardcore-Science-Fiction, sage ich jetzt mal. Also eine dunkle Raumstation, Aliens, Wissenschaftler, Marines, die alle miteinander kämpfen und so. Das haben wir noch gemacht und aktuell in Vorbereitungen oder wir überlegen uns gerade sowas in der Richtung Dark Fantasy zu machen, vielleicht ein bisschen Horror, Mystery, sowas in dieser Richtung. Und wir haben noch ein Krimi-A-Book in Vorbereitung. Das ist jetzt gerade brandneu, da haben wir jetzt gerade die Verträge unter Dach und Fach gebracht. Das wird also was sein, was völlig ohne Fantasy läuft, nur mal ein ganz anderes Genre reingehen, wo es also ein ganz klassischer Krimi ist. Ja, und gerade zu Dings gab es ja auch jetzt kürzlich die Meldung, dass ihr auch noch Musik bekommt in die genau. Zwerge. Ja, wir sind da sehr stolz drauf. Wir haben in den Sternen der Tiefen, also im zweiten Band, ist jetzt Musik von Corvus Corax drin. Das ist sehr schön, also die finden wir auch total passend. Wir haben da auch sehr intensiv mit der Band selbst zusammengearbeitet, um zu gucken, wo können wir denn die Musik aufnehmen und an welche Stellen passt denn welche Musik auch und so. Und wir haben da, glaube ich, eine richtig coole Lösung gefunden. Aktuell ist das jetzt für Android schon im Store. Das heißt, wenn man jetzt die Android-Version runterlädt, bekommt man die Musik von Corvus Corax. Die für die iOS-Version, also für Apple-Benutzer, die wird in den nächsten Tagen kommen. Die liegt im Moment noch bei Apple zur Freigabe. Da wird das Update aber jetzt die nächsten Tage kommen und da wird dann auch die Musik von Corvus Corax enthalten sein. Ich meine, Corvus Corax ist auch gerade das Passende zu die Zwerge, weil einerseits genau. Markus Heitz hat ja während dem Schreiben gehört und natürlich dann noch mit die Zwerge live gab es ja auch eben einen, hatten ja schon Corvus Corax selber mit den Zwergen zu tun und eben entsprechend dann kannten sie ja schon die Welt. Genau. Das heißt, hat ja die Arbeit wahrscheinlich auch vereinfacht mit ihnen. Auf jeden Fall, also man muss auch nicht mehr erklären, welche Welt das ist und was da jetzt passiert und wo wohin die Handlung geht und welche Wendungen so die Handlungen haben und wie die Welt aussieht und so, das war einfach gar nicht mehr in Diskussion, das wusste einfach jeder Beteiligte und auch das hat es natürlich auch alles ein bisschen einfacher gemacht, auch der Auswahl der Musik und auch die ganze Kommunikation mit den allen Beteiligten. Ja klar, natürlich. Und passt natürlich alles sehr schön zusammen. Ja, gibt einen Teil aus einem Guss. Ja. Ja, und wie genau sind jetzt die eure Abenteuerbücher im Kanon mit der Welt von Markus Heitz selber und seinen Büchern? Ja,
Also die Bücher sind unabhängig, der Text ist von Markus Heitz selbst geschrieben. Die Abenteuerspielbücher spielen zwischen dem ersten und dem zweiten Band. Personen aus den Büchern kommen auch in diesen A-Books vor, sind natürlich keine handelnden Personen, also man kann die nicht selbst spielen, logischerweise, aber die kommen als sozusagen Nicht-Spieler-Charaktere vor. Und auch da ist es ganz besonders interessant oder sehr schön für Leute, die sich damit schon länger beschäftigen, dass man halt direkt von Tungil mit Namen angeredet wird zum Beispiel. Ja. Das ist schon nett. Ja, macht's auf jeden Fall angenehmer. Dann würde ich bedanken dich, oder hast du noch irgendwas? Ja, also wer dich dafür interessiert, die Apps gibt's jetzt für Apple und Android im Store, kann man sich runterladen, aktuell für noch 1,99. Wenn den Preis, der Normalpreis ist 3,99, da werden wir irgendwann nächste Woche das umstellen wieder auf den Normalpreis. Jetzt für die ABC sind wir noch bei 50%. Also wir freuen uns über jeden, der es mal ausprobiert, und wir freuen uns auch über jeden Kommentar im Store oder auch per E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen sind auf den Store-Seiten angegeben. Also wir freuen uns da einfach auch auf Kommentare und Hinweise. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Dankeschön.